Herzlich willkommen zum Sachsen-Derby gegen Erzgebirge Aue. Und wir werden schon wieder. Ui, das Torspieler des Monats. Na gut, dafür lasse ich. Hei. Rückspiel hier oben. Ich glaube, wir haben ein Hinspiel gewonnen. So. Ja, du wirst dann eingewechselt. Nein! Spielen. Alle spielen gleichzeitig. Ich guck mal einfach. Braunschweig spielt gegen Ingolstadt. Bitte, Ingolstadt, bitte. Einmal was Sinnvolles machen. Heidenheim gegen Lautern. Und dann spielt Lautern gegen Ingolstadt und Braunschweig gegen Kiel. Komm, wir müssen dieses Auswärtsspiel nutzen und es gewinnen. Was für ein Druck? Druck. Jetzt brauchen wir richtig Cojones. Ich kann mit Druck umgehen. So. Mit dabei. Ja, Ballast ist wichtig. Der ist auf 70 gestiegen, hat kein ähnliches Spiel gemacht. Ja, ist mit dabei. Gut. Schubert ist schon besser als Späbe, also wie jede Saison bei mir. Mal gucken. Und jetzt geht's. Jetzt geht's um was. Das kann er machen, was er will. Hier. So. Ab geht's. Das ist das Spiel, auf das alle gewartet haben, dem alle entgegengefiebert haben. Das wird ein absolutes Highlight. Bleiben Sie ja dran. Absolutes Highlight. Ich lasse es jetzt mal laufen. Scheiße, es geht um wirklich was. Und jetzt laufen die Spieler gleich ein. Wolf Fuß und Frank Buschmann immer noch meine Kommentatoren. Die hört ihr bestimmt immer noch so ein bisschen ganz leise im Hintergrund, wenn ich mal gar nichts erzähle, weil ich mich dann zu sehr konzentriere. Ah. Die Leonhard-Gruppe hier. Auf dem linken Ärmel. Ja, die haben auch einige Zuschauer hier. Mal gucken, wie es dann, wie FIFA das dann nächstes Jahr das neue Stadion einstellt, aber das sieht schon so aus hier, die Innentribüne, aber der Rest, ne. So, Tabellensituation. Müssen aber auch die Ergebnisse der anderen Mannschaften stimmen, Wolf, und komm, wir gucken, wie der Spieltag läuft. Nicht viel geschossen, aber mehr bekommen als die anderen. Die Einblendung, so läuft die Heimmannschaft heute auf. Mel im Tor. Sie sitzen heute in diesem Spiel auf eine Fünferkette. Fünferkette hinten, dann nur zwei Mittelfeldspieler, aber die werden natürlich in der Vorwärts. Drei Offensive. Roman. Also Maric und Roman sind zwei neue. Ja, und das war's. Und jetzt unsere Aufstellung West, wisst ihr ja. Und jetzt geht's los. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Spiel doch. Jawohl, geht gleich ja kräftig, mächtig los hier. Boah. Ja, aber dazu brauchen sie heute einen guten Auftritt. Da könnte es packen. Das könnte eine Gelegenheit werden. Boah. Guter Zweikampf. Ach, fuck. Und da auch schon das erste Foul. Freistoß. Gleich die erste Gelbe in der fünften. Da gibt der Unparteiische gleich die Linie vor. Es gibt die Verwarnung. Und für das Foul konnte man die auch geben. Die Spieler sollten gewarnt sein. Die gehen ja, für die geht, für euch geht es um gar nichts mehr, aber ihr habt den Klassenerhalt sicher. Hallo. Will Schützenhilfe. Oder wollte ich rächen für das Hinspiel? Mit der Grätsche, aber kein Foul, alles richtig gemacht. Sie spielen gut und stehen auch in der Tabelle richtig gut da. In dieser Saison bereiten sie den Fans richtig Freude. Sieht gut aus, wie sie sich präsentieren. Komm.
Jawohl. Schön ins Abseits gelaufen, Suku. Alles in Ordnung von dir. Das könnte die Chance werden. Das sieht vielversprechend. Und er schießt. Boah. Souverän gemacht vom Torwart. Sehr gut aufgepasst. Den spielt er wieder zurück. Ja, das ist durchaus frustrierend für die Abwehr, wenn der Gegner so diszipliniert auftritt, wenn er das Kurzpassspiel so meisterlich beherrscht. Aber Eckball, ja. Ich wollte zwar gerade flanken, aber die haben auch große Leute hinten drin. Mal gucken, was das wird. Oh! Hat sich schon mal einer verletzt. Weil er steht wieder auf. Und zwar jetzt schon abgepfiffen. Das könnte gefährlich werden. Die Chance müssen sie eigentlich nutzen. Ja, sah richtig gut aus, aber der Abschluss viel zu schwach. Weiter 0-0. Riese Verletzung. Kommt, wechselt ihn aus. Der Angriff ist erstmal vorbei. Sie verlieren den Ball. Oh nein. Schicken. Gleich losschicken, den Berko. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Boah. Ja, setz gut den Körper ein. Komm. Da wäre jetzt Platz. Jetzt die Flanke. Tor. Scheiße. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Das fängt schon wieder so beschissen an wie ein Lautern. Ich habe hier die Chancen fürs Tor und die machen das. Zeigt aber, da kann Wolf gutes Timing, klasse gemacht. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Wird's jetzt gefährlich? Da geht er volles Risiko mit dieser Grätsche im Strafraum. Ich nehme ihn mal umrufen. Chance vertan, die Kugel ist weg. Wieso rennst du so weit vor, Hauptmann? Du bist der für den Rückraum. Klasse Zuspiel. Guter Steilpass. Boah. Also ich möchte heute nicht in der Haut des Spielers stecken. Der Regen hört nicht auf. Hoffentlich hält der Platz es aus. Ja, die Akteure sind auf keinen Fall zu beleiden. Der Platz kann das ab. Boah. Dank der Drainagen in der Rückraum sind die Schlammschlachten von früher ja selten geworden. Ecke, aha. Und Ecke. Ecke kommt. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Boah, nein. Er kann dazwischen gehen. Ich hab den Schlenker gemacht. Ah, da spielt er lieber mal zum Torwart zurück. So, jetzt voll Kanüle nach vorne. Jetzt wird's gefährlich. Super Pass. Klasse. Yes. Absolut, den wollten sie unbedingt. Nö, wir provozieren nicht. Nein. Wir provozieren nicht. Nein. Keine Provokation. Nein. Dann nicht vom Heimbereich. Um hier vielleicht noch 3 Punkte mitzunehmen. Und nochmal zurück zur Ausgangslage. Nur bei einem Sieg sind sie definitiv aufgestiegen. Ja, ja. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Die Defensive steht. Ich bin hier die Mannschaft, die Tore braucht. Ja, 2 Minuten Nachspielzeit kriegen wir jetzt noch. Sie kommen jetzt über außen. Er schießt.
Schubert! Oh nein, ey. 2-1, hier ist noch alles drin. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Gut verteidigt hier. Ja. Mann! So ein Scheißding wieder! Oh, fuck. Wie steht's in Lauter? Steht's 0-0. Darmstadt führt. Alles oder nichts Taktik. Mal wieder. Paco geht wieder so. Und das Spiel geht weiter. Leider nach wie vor in strömendem Regen. So. Junge! Ach, ich darf nicht offensiv spielen, ich darf nur. Ballverlust. Das könnte die Chance werden. Schöne Bewegung. Fuck. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können. Aber boah. Jetzt müssen sie aufpassen. Ist es das jetzt? Unglaublich. Was für eine Parade. Ja! Wir brauchen den Ball, wir brauchen das Tor. Scheiben! Der muss schon reingehen. Wer fälscht den ab? Och, der eigene Spieler. Ach, ein Glück. Der wäre sonst nie reingegangen. Ja! Weichen Schürze! Oh. Haben die umgestellt? Die haben jetzt innen mit dem Mittelfeld mehr. Jetzt spielen die Gäste verstärkt auf Abseits. Mal sehen, ob die Verteidiger das konsequent. Oh nein. Hallo. Hallo. Und die Chance. Da können wir jetzt erklären. Da wäre jetzt viel Platz für oh, Scheißding. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Weg. Weg das Ding. Schön. Ja, ich hab Angst um Dujovic. Gut. Jetzt könnte es gefährlich werden. Gut gespielt. Ist das die Chance? Da ist die Flanke. Oh, gut gehalten. Oh nein, 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 nein. Gut. Nein, nein. Da. Nein. Oh, dieser blöden Auerspieler hinten drin. Jetzt ist es soweit. Unter dem begeisterten Beifall der Zuschauer geht er vom Platz. Tolle Partie von ihm heute. Geht genauso, Wolf. Das war Weltklasse. Oh, jetzt ab hinten. Das ist ein Foul. Freistoß. Oh, taktisches Foul. Danke, Latte Love. Nein, böser Junge. Nein, 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 nein. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Sehr guter Einsatz. Und das ist der Ball. Hä? Boah. Hä? Was? Haust denn du den Ball so weit weg? Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Jetzt wieder.
dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Ja, gut. Boah, ich habe nur noch 15 Minuten Zeit. Spielt er den Ball in den Strafraum? Da zieht er ab. Geht immer hin. Oh, ey, dahinter. Das könnte eine Gelegenheit werden. Schöne Aktion. Fandrich. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Jetzt vielleicht. Tolle Aktion vom Tor. Ganz Parade! Hätte die Führung sein können und sind wir ehrlich, hätte die Führung sein können. Boah! Glanzparade das Ding, ey. Fuck. Gut. Boah, das war ein wichtiges Ding. Die nehmen eine Auswechslung vor. Scheibenkleister, ey. Verlieren Sie den Ball. Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. Oh. Da verlieren Sie den Ball. Scheiße. Jetzt müssen Sie aufpassen. Da kommt der Schuss. Gut, Schubert. Auch kurz vor Schluss will ich hier keine Prognose abgeben. Noch ist alles möglich. Was für ein Lauf, kommt jetzt das Abspiel. Das könnte gefährlich werden. Boah. Mann. Erstmal ist die Gefahr bereinigt. Die Nachspielzeit ist eingeblendet. 2 Minuten gibt es. Boah. Eine Minute noch. Weg ist der Ball. 2:2. Fuck, das war ein... Also, ich kann ja von Glück reden, dass ich Schubert in dem Tor hatte. Ja. Yeah. Das Ding war krass. Und das war noch krasser. Wie er den noch gehabt hat. Also ich bin froh, dass ich eigentlich noch zu BZB gespielt habe. Obwohl ich so viele Chancen gehabt habe. Wir haben die anderen gespielt. Lautern gewinnt 1:0. Braunschweig verliert 2:0. Wichtiges Ding. Wir haben noch 3 Punkte Vorsprung auf Kaiserslautern und 3 Punkte Vorsprung auf Braunschweig. Ha, meine Rolle im Verein, ja, hast du wird verkauft. Oh, fuck. Oh, wer hatte sich so ein... ihr kennt schon mal ein paar Transfers. Also, wenn ihr ein paar Spieler vorschlagen wollt, könnt ihr das machen. Oh, nee. Und jetzt spielen wir noch gegen... Oh. Jetzt kommt eigentlich gleich das schwerste Spiel. Was ich... Ich muss unentschieden spielen. Gut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ciao.